Es ist Freitag, der 8. Juli 2022. Wir beschließen die Woche mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz weiterhin hoch. Teilentschuldung, Innenministerium übergibt vierte Rate. Und Flüchtlingsunterkünfte, braucht es neue Regeln? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe vom SKB-Journal. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die 7-Tage-Inzidenz in der Havelstadt hat zum wiederholten Mal die 500er-Marke überschritten. Laut RKI vom Freitag liegt die Inzidenz bei 502,5. Im Vergleich zum Vortag gab es 82 Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen gab es 362 Neuinfektionen. Der Kassenkredit der Stadt schmilzt weiter ab. Am Donnerstag nahm Oberbürgermeister Steffen Scheller den Bescheid zur vierten Rate zur Teilentschuldung entgegen. Überreicht wurde der vierte von 5 Bescheiden von Innenstaatssekretär Dr. Markus Grünewald. Damit schmilzt der städtische Kassenkredit um weitere rund 11,7 Millionen Euro. Aufgrund langjähriger struktureller Defizite und einer Unterfinanzierung der Städte im Land lag der Kassenkreditbestand am 31.12.2016 noch bei 150 Millionen Euro. Im Sommer 2019 wurde ein Konsolidierungsvertrag mit Zuwendungen von mehr als 58 Millionen Euro in 5 Jahresscheiben geschlossen. Die Stadt verpflichtete sich zu einem Eigenanteil von 14,6 Millionen. Mit Stand vom 30.06.2022 liegt der Kassenkreditbestand bei 25 Millionen. Konnte also schon um 125 Millionen und damit zu über 80% abgebaut werden. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Wie zeitgemäß sind die Hausordnungen in den Flüchtlingsunterkünften der Havelstadt? Diese Frage stellten sich jüngst die Stadtverordneten und vor allem Linke und Grüne beklagten, dass viele Punkte dringend und insgesamt häufiger überarbeitet werden müssten. Eine neue Satzung für die Flüchtlingsunterkünfte stand bei der letzten SVV vor der Sommerpause zur Abstimmung. Der Beschluss selbst unumstritten und einstimmig, doch er warf einige grundsätzliche Fragen auf. Ich hätte gern grundsätzlich die Frage gestellt, ob es da nicht eine andere Regelmäßigkeit geben muss in der Überprüfung und nicht teilweise 10 Jahre, dass die Dinge hier liegen gelassen werden. Das ist eine Frage, die sich mir insgesamt gestellt hat. Vielleicht hat man demnächst auch da ein anderes Verfahren im Auge. Das heißt, die Abwassergebührensatzung kommt regelmäßig, da muss geguckt werden, gibt es ein Plus oder Minus. Und hier bin ich ein bisschen erstaunt, dass wir so viel Zeit haben. Bei dem anderen Sachverhalt, der diese Satzung hier betrifft, ist es so, dass wir aus pragmatischen Erwägungen heraus, weil wir gar keinen Personenkreis hatten, für die hier Gebühren zu erheben gewesen wären und wo es gerechtfertigt gewesen wäre, eine neue Satzung zu erlassen, mit neu zu ermittelnden Gebühren zu versehen. Wir haben aber jetzt eben durch die aktuell ja bei uns schutzsuchenden Flüchtlinge aus der Ukraine ja alle die Hoffnung, auch wenn es jetzt durch ein schlimmes Ereignis entstanden ist, dass einige von denen den Wunsch haben, sich hier zu integrieren, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu begründen, die ihnen auch ausreichendes eigenes Erwerbseinkommen ermöglichen zu verdienen.
und die gleichwohl immer noch, weil sie den Anspruch haben, die Gemeinschaftsunterkunft nutzen. Und wenn die dann quasi keinen Anspruch auf KDU-Zahlung vom Jobcenter haben, weil sie einfach über den Grenzen liegen, würde das ja ansonsten bedeuten, wenn wir keine öffentlich-rechtliche Grundlage haben und jetzt erstmalig neu dann bedeuten für einen relevanten Personenkreis, dass die quasi auf keiner Grundlage von uns zur Bestreitung von Kosten, die anfallen, für die Unterkunft herangezogen werden können. Und deswegen, weil jetzt dieser Sachverhalt eintreten kann, auch durch den Rechtskreiswechsel eintreten kann und so weiter, müssen wir diese Satzung neu machen. Auch die Hausordnung geriet in diesem Zusammenhang in den Fokus. Bei den Bündnisgrünen regten sich Zweifel an der Aktualität und Praxistauglichkeit. Ich habe eine Bitte, dass die Hausordnung nochmal dringendst überarbeitet wird. In manchen Punkten ist sie einfach auch sprachlich ein bisschen, ich will nicht sagen schwierig, aber in einer Wortwahl gehalten, dass man manchmal denkt, es ist eine Hausordnung für irgendwelche anderen Einrichtungen. Aber konkret gibt es zum Beispiel unter Punkt 3 der Hinweis, dass die Eltern auch für Schäden haften, die die Kinder verursachen. Das steht so pauschal da drin. Das finde ich natürlich ein bisschen schwierig, wenn ein Kind dort mal einen Schaden verursacht, vielleicht von mehreren tausend Euro aus, man weiß auch immer, weil die Kinder mal Schäden verursachen, kann man natürlich nicht, sag mal, über so eine Hausordnung sofort die Eltern heranziehen. Ebenso Punkt 4, Kautionsschlüssel, ist schwierig, auch nicht eindeutig. Oder Punkt 7, dass ansteckende Krankheiten unmittelbar zu melden sind. Also ich weiß ja nicht, ob ein HIV-Infizierter ist ja im Prinzip auch eine ansteckende Krankheit, ob er die nur melden muss an der Stelle. Also ist schwierig. Hausordnung ist Teil der Satzung, die verabschiedet werden soll. Insofern werden wir die jetzt nicht überarbeiten. Es sei denn, Sie stellen diese Satzung zurück, was aus meiner Sicht aber nicht sinnvoll und auch nicht notwendig ist. Man könnte eher auf die Idee kommen, dass bestimmte Inhalte in dieser Hausordnung nicht geregelt werden müssen, weil die allgemein bekanntes deutsches Recht sind. Und da steht nämlich beispielsweise im Infektionsschutzgesetz drin, dass man irgendwie ansteckende Infektionskrankheiten melden muss. Nur, das macht jetzt auch keinen Sinn, immer darauf zu setzen, dass jemand, der diese Gemeinschaftsunterkunft nutzt, und der möglicherweise ja auch aus dem Ausland zu uns gekommen ist. Ansonsten hätte er ja keinen Anspruch, diese Gemeinschaftsunterkunft zu nutzen, das deutsche Recht in den wichtigen Punkten, die hier auch für das Leben in der Gemeinschaft notwendig sind, schon alles durchdrungen hat. Deswegen betrachten Sie das doch bitte, so habe ich es im Hauptausschuss gesagt, einfach als einen zusätzlichen deklaratorischen Inhalt in der Benutzungs- und Entgeltordnung respektive der Hausordnung, der ansonsten eben ja auch schon Inhalt in anderen Gesetzen und Normen hat. Wissen Sie, wenn meine Tochter ihr Auto schädigt, dann meinen Sie, dass ich aus der Haftung rauskomme sozusagen. Das muss man da nicht hinschreiben. Das kann man aber an der Stelle dort einfach auch zum Verständnis, dass die eine Aufsichtspflicht hier in Deutschland haben für ihre Kinder und das im Zweifel auch dafür gerade zu stehen haben, doch mit aufnehmen. So ist das zu verstehen und so ist das sinnvoll, weil das natürlich eben auch etwas ist, was man nutzen kann, um mit denen, die Gemeinschaftsunterkunft nutzen, dann im Grunde genommen auch Verständnis zu wecken und zu wehren, wie man sich verhält, etwas in der Hand zu haben. Ob im Zuge der neuen Satzung auch die Hausordnungen überarbeitet werden, blieb zunächst offen. Scheller versicherte jedoch, alle Notwendigkeiten jetzt und in der Vergangenheit im Blick zu haben. Mögliche Optimierungen sind also nicht ausgeschlossen, aber auch nicht ganz oben auf der Dringlichkeitsliste. Tja, und damit sind wir dann auch schon beim Wetter mit dem SKB-3-Tagestrend. Der Tiefdruckeinfluss ist weiterhin deutlich spürbar. Am Samstag erwarten wir maximal 21 Grad. Es ist meist trocken und windig bei leicht bewölktem Himmel. Der Sonntag mit 20 Grad kann dann auch noch etwas windig sein bei leicht bewölktem Himmel. Und die neue Woche startet am Montag ebenfalls mit leicht bewölktem Himmel. Tageshöchstwerte liegen hier bei 22 Grad. Ja, und nächste Woche erreicht uns dann ein Hoch vom Ostatlantik. Dann sind auch wieder Temperaturen über 30 Grad drin. Ich wünsche Ihnen aber erstmal ein erholsames Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut und auf Wiedersehen.